Dieser Trick, um Benzin für einen Cent zu bekommen, wird in Deutschland verboten werden. So hoffen die wohl, dass man darauf reagiert. Ich meine natürlich, let's go! Benzin für 1 Cent? Man kann auch einfach tanken und wegfahren, dann ist das sogar umsonst! Wisst ihr Leute, Werbung, we all love it! Ja, ist ja gut. Ich habe auch viel dreiste Eigenwerbung gemacht, aber meine Cringe-Kommentare ist ein Thema für ein separates Video. Werbung ist sehr vielseitig heutzutage. Es gibt so Average-Standard-Stuff, so yo, hier ist mein Produkt und im Hintergrund ganz viele Frauen, sodass die Leute dann mein Produkt mit Frauen assoziieren und Erfolg und so und ne, aber bei deinem Gesicht, da hilft nichts. Sorry, Bro. Ja, sag's richtiger. Wenn ich so hässlich lache. 10 Sekunden privates Anliegen. Ich suche noch nach Cuttern. Bock auf simple Arbeit nebenbei? Dann klick auf die Google-Umfrage in der Beschreibung oder Top-Comment, wo alle Infos stehen. Das war's. Tschüss. Eigentlich sagen wir zu uns dann selber immer, nee, eine Werbung beeinflusst mich nicht. Na, und eher du dich versiehst, hast du schon den Gucci-Track, Tracksuit an. Nur noch ein Stück vorhanden. Fun Fact, der erste Screenshot ist auch von Oktober und seitdem ist der Preis runtergegangen und immer noch nur einer vorhanden, ja? Schnell zuschlagen! Auch diese Werbungen sind noch okay. Hingegen krasse Scam-Werbungen. Manche Sachen sind super offensichtlich. Sollte man zumindest meinen, ne? Zum Beispiel jetzt mit der Werbung und dem Benzin und dem 1 Cent tanken. Beunruhigt durch den Preisanstieg an der Tankstelle? Dieser Ingenieurstudent hat ein Gerät erfunden, mit dem Autobesitzer einige tausend Euro sparen können. Ich denke, ihr könnt schon ahnen, wohin diese Werbung gehen wird. Lukas hat etwas erfunden, was jedem Bürger jeden Monat etliche 100 Euro im Monat sparen würde. In dem Fall ein Gerät, was 30% Kraftstoff einfach aus Zauberhand sparen kann, solange du es einfach in dein Auto ansteckst. Durchschnittlich 3000 Euro Ersparnis im Jahr. Ein Gerät, das den Benzinverbrauch senkt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Das würde sich ja rumsprechen. Und wenn dann plötzlich, sagen wir, 20 Millionen Autofahrer in Deutschland jeden Monat 250 Euro einsparen, dann heißt es für dich sparen, aber für die Ölkonzerne bedeutet das 5 Milliarden Euro Verlust pro Monat. Also nieder mit seiner Erfindung. Er wird sogar gnadenlos von der Schule verwiesen. Dass man dabei Eco OBD2 kauft und sich auch nicht die Mühe macht, das Produkt dahingehend zu verändern, ist nicht so wichtig. Du kaufst hier Extrafuel, deutsch ausgesprochen. Um Extrafuel jetzt zu kaufen. Erinnert ihr euch noch an den heißen Sommer? Man gäbe es doch nur einen klugen Erfinder, der nicht nur an das Geld denken würde. Ein genialer Student aus Berlin hat gerade die milliardenschwere Klimaanlagenindustrie zerstört, indem er ein Gerät gebaut hat, das jeden Raum in Rekordzeit kühlen kann. Let's go! Lukas einfach on fire mit den Erfindungen. Klimaanlage erfunden vorher und danach Benzinverbrauch von Autos einfach hops genommen. Einfach eine Maschine, dieser Lukas. Martin hat die Erfindung gemacht. Ah, okay. Martin, sein Zwillingsbruder tatsächlich, hat dasselbe Schicksal durchlebt und zufällig auch in denselben Laboren gearbeitet und so weiter. Er hat was Geniales erfunden, was eine Menge Geld sparen würde und schon sind alle Konzerne hinter ihm her, ne, um ihm das abzukaufen. Lehnte Martin rundheraus ab und wurde 3 Tage später des Landes verwiesen. Yo, Deutschland einfach erbarmungslos. Ein einfacher Berliner Student mit einer genialen Erfindung muss jetzt ein neues Zuhause finden. Genauso läuft das. Du machst Business, Marketing und so, ne. Und dann verweist sich dein eigenes Land sowas. Was so, Junge? Warum kommst du unsere Wirtschaft an? Ja, wieder selber Müll halt. Williston Force. Banger Name. Ist super günstig, verbraucht keinen Strom. Ja, sogar gibt ihr Strom zurück bestimmt. Und kühlt selbst einen 203 Grad heißen Ofen auf Temperaturen nordpolmäßig runter, ja. Williston Force. So nice. Der Junge jetzt, by the way, Taylor Wilson, der wohl 2011 mit 14 einfach einen Kernreaktor gebaut hat. Klingt fancy, ist es vermutlich auch. Und wenn man ehrlich ist, klingen die beiden Fake-Stories realistischer als die echte. Ich meine, come on, man. Kernreaktor mit 14? Was ist das? Jimmy Neutron? Das habe ich auch bei Drew Gooden gesehen. Eine Werbung, wo die einfach B-Roll von einem YouTuber nutzen und so tun, als ob er der Erfinder von einer x-genialen Erfindung ist. Hier ist ein Gerät, was du einfach in die Steckdose packst und angeblich verbraucht deine Wohnung mehr Strom, als sie sollte. Und das Gerät verhindert, dass dieser Strom läuft. Und verbraucht dabei selber Strom. Aber du kannst sogar so viel Strom sparen, dass der Stromkonzern dir Geld geben muss. Nimm das, ihr gierigen Lobbyisten da draußen. Ich kann jetzt all die praktischen Dinge zu Hause nutzen, die ich nicht in meinem Leben missen will und werde sogar dafür bezahlt. Ach, wie ich den Kapitalismus verabscheue.
Ist halt irgendwie witzig, dieses typische Narrativ. Einerseits wird vermutlich keiner von uns diesen Lifestyle aufgeben wollen, den wir jetzt leben. Vielleicht ein Auto in der Garage, Kühlschrank, Herd, Ofen und ähnliches, um bequem zu kochen. Handy, Laptop, fließendes Wasser, Toilette und Po-Dusche, weil ich das Gefühl so gerne mag. Alles erfunden, beziehungsweise zumindest vertrieben von großen Konzernen, ne, und diese Firmen sind halt zu Recht wohlhabend. Aber andererseits... Ihr doofen Konzerne da oben, ihr seid die Schlimmsten. Boah, das neueste iPhone für $2000, was nur ein Stück Glas ist und die neueste Innovation ist, es gibt keine Steckdose mehr zum Aufladen? Ja, da warte ich doch gerne 2 Tage vorher vor dem Apple Store. Natürlich sind die Firmen keineswegs perfekt und oftmals verantwortlich für viele Umweltprobleme, ne? Und nicht wir. Wie kann ich es nur wagen, nach Deutschland zu fliegen und nicht mit einem Segelboot zu reisen, ne? Wenn mir die Umwelt doch so wichtig ist? Und dann kann man halt dieses Narrativ wunderbar nutzen, um Bauernfängerei zu betreiben. Der einfache Erfinder, der natürlich nicht an das Geld und an den Profit denkt. Nein. Das würde keiner von uns tun. Nur die eiskalten Businessmänner da oben. Was und wo auch immer da oben sein sollen. Sondern es geht darum, hier was Gutes zu tun für die Menschheit. Aber dann kommen die Konzerne, machen ein unmoralisches Angebot, bieten viel Geld, damit sie dein Projekt in den Boden stampfen können. Typisches Businessgeschäft halt. Ich will dein Projekt kaufen für 1 Million Euro, wo du noch keine Geschäftszahlen hast. Wirklich? Ja. Damit wir das Projekt vernichten können. Nee, dann lehne ich das Angebot ab. Was? Wie hast du gewusst, was wir mit deinem Projekt vorhaben? Ich glaube, dieses Narrativ wird auch gerne genutzt, weil man es so ein bisschen kennt von der Pharmaindustrie. Für dieses Video werde ich vermutlich von YouTube gesperrt und mundtot gemacht. Also hört gut zu. Warum die Ursache für dein Problem lösen, wenn sich jeder x-beliebige Arzt auch Medikamente verschreiben kann, die maximal die Symptome lindern? Der Arzt bekommt sein Geld, die Pharmaindustrie, und du hast vielleicht oder auch nicht vielleicht keine Symptome mehr. Zumindest spürst du sie nicht. Quasi, du brichst dir ein Bein und pumpst die Schmerzmittel rein, damit du weiterhin schmerzfrei gehen kannst. Creepy. Was, das ist auch so nice. Wobei ich das wirklich ein bisschen sus finde. Ich meine, wie oft hat man schon sowas in die Richtung gelesen? Forscher haben Substanz gefunden, die Krebs dann bis zu 99% auslöschen. Was? Geil! Endlich keine Krebsprozent mehr. Hoffnung und gut und meine Oma würde bestimmt noch leben sein. Was ist da passiert? Vermutlich hat die Pharmaindustrie diesen Forscher aus dem Weg geschafft. Es gibt so News über neue Erfolge bei Krebs, aber scheinbar kriegt man ja trotzdem irgendwie nur dieselben Behandlungen wie immer verschrieben, so, ne, weil mit gesunden Patienten macht man kein Geld, ne, mit Behandlungen macht man Geld und deswegen, ne, das sind, und die typischen Behandlungen sind scheinbar nicht mal so erfolgreich, ne, und die behandelten Ärzte würden selber auch niemals, oder viele würden das selber nicht machen, ne, also, very sassy bugger. Am besten ist man dann noch in Telegram-Gruppen, wo dann so Dokus gepostet werden, die überall sofort gelöscht werden, so, ne, weil es auch so einfach ist, Millionen von Views einfach so generieren. Ich glaube auch, dass sehr vieles sehr fishy und sus ist, ne, besonders wenn da halt große Beträge fließen, ne, so Abermillionenbeträge, aber oder sogar Abermilliardenbeträge, hat man ja schon oft genug gesehen, so dass Politiker so einmal so viele Freunde haben, so von großen Konzernen, und allzu gerne so privat mit den Essen gehen, so, ne, ja. Dinge gibt's. Die Twitter-Files von Elon Musk haben auch einiges an Zensur exposed. Corona und die Impfung haben auch einiges an Aufruhr gebracht, ne? Ob jetzt die Impfung jetzt gut oder schlecht ist und so, ne? Heikles Thema, gefährliches Territorium. Aber dass gut Geld fließt, wenn du einer der wenigen Anbieter bist und quasi die ganze Welt deine Kundschaft sein kann, ne, dass man da gerne ein Auge drauf behält, ich glaube, das würden die wenigsten verneinen. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird und alles direkt glauben, nur weil man sagt, die da oben wollen, dass wir das denken. Mark Zuckerberg ist auch nur ein normaler Mensch, wie du und ich. Ja. Erzähl diese Märchen einem Baby. Deswegen, dieses Narrativ ist stärker denn je, ne, und damit kann man basically alles verkaufen. Viele Menschen können nicht schwimmen, doch ein cleverer Erfinder aus Bremen namens Matteo hat eine bahnbrechende Erfindung auf den Markt gebracht, die jeden schwimmen lassen, die Schwimmflügel. Das Beste, sie kosten nur wenige Euro in der Produktion. Doch der Beerdigungslobby gefällt das gar nicht. Es gibt auch Werbungen, die einfach direkt das Gesetz brechen. So, ja, auch diese Porn-Type-Werbungen, ne? Aber ich meine welche, die einfach so super bekannte Personen ohne Erlaubnis benutzen und quasi in deren Namen Scam promoten. Zweimal hintereinander direkt gibt es Mr. Beast Fake-Promo. Ich gehe davon aus, dass das allesamt Bot-Accounts sind, die kommentieren, aber wenn da drunter ein paar echte Leute sind, ne, vielleicht so aus ärmeren Ländern, die aber trotzdem Mr. Beast kennen, ne, weil Mr. Beast seine Videos auch auf Hindi übersetzen lässt. We have one more little trick. No racist. Dann findest du da leider auch immer so Leute, die halt auf solche Scams reinfallen, weil sie halt das Geld nötig haben. Da vermisse ich schon eher die Trash-Werbungen von damals. Hilf mir in dem Verlies, Bruder. Hilf mir mit dem Verlies, Bruder. So reden wir Deutschen doch. Lad das Spiel runter, 10-jähriger Matteo, mit der Kreditkarte deiner Eltern.
bitte. Vielleicht haben die einfach Madagaskar auf Deutsch geguckt. Darfst du meine Füße anfassen? Aber ausgestorben scheinen diese Werbungen nicht zu sein, denn es gibt noch reichlich davon. Komische Dinge ziehen die Leute einfach an. Genauso wie komische Webseiten, die existieren und eine Fanbase haben. Ciao. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move. I can't move it, move it anymore. Maurice.